Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Donkey Kong 64. Ich versuche mich gerade daran, in diesen Hebel zu ziehen. Ah, jetzt geht es. Und ich frage mich, wo wir natürlich, oder was passieren wird. Ein Arcade Donkey Kong Game der alten Zeit. Yep. Es ist ein Arcade Game, nice. Wer es nicht kennt, das ist der Ursprung, warum eigentlich Donkey Kong und Mario existieren, beziehungsweise Mario auch seine eigenen Spiele bekommen hat. Müssen wir die Fässer? Ah. Ich check es, also. Nein! Okay, wir müssen das kleine Minispiel wohl erledigen. Alles klar. Können wir nochmal? Und dann müssen wir am Hebel ziehen. Okay, wir müssen immer am Hebel ziehen. Das ist natürlich a little bit blöd. Kann es wieder sein, denn ich mache so 5 Versuche oder so. Oder 6, 7, mal gucken. Mal schnell ausgeben. Schneide kurz. Weil dann natürlich, ich will es jetzt nicht so in die Länge ziehen. Meine Minigames sind schon ganz lustig, aber man muss es ja nicht unnötig in die Länge ziehen. Wir haben nur ein Leben. Oh, das ist doch mies gewesen. Das war doch mies. 3 Fässer hintereinander, aber wenn sie eine Stufe höher gekommen. Okay. Ah. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich weiß nicht, ob jetzt sich der Hammer lohnt. Weil der hält uns eigentlich nur auf. Ach komm. Weil es ein bisschen blöd ist, wenn man das alles. Ich schau mal. Vielleicht mache ich die Folge ein bisschen länger. Und nehme dann nur die Szenen hier raus, wo man das hier machen muss. Was natürlich dann ein Zusammenschnitt wäre. In dem Sinne. Nein, da hat er mir ins Gesicht geworfen, die Sau. Ist ihm blöd gelaufen. Komm, normal. Jetzt habe ich Bock drauf bekommen. Aber es ist besser gelaufen, weil wir das eine weggekommen haben. Ja, viele Leute kennen den Klassiker hier. Ich kenne ihn auch noch. Damit den auf Ach, wie ist das Ding denn? Damals. Nein, ich hab's doch geschafft. Ich glaube es nicht. Aber noch eine Stufe höher. 2 Versuche und dann kommen wir vielleicht oben an.
Nimm den Nebel in die Hand. Sei auf das nächste Spiel gespannt. Und bei uns fährt den ganzen Tag schon so ein oller Bagger draußen rum. Gut, wenn ihr das seht, dann ist das jetzt schon die dritte Folge. Aber da könnten die immer noch mit dem Bagger hier rumfahren. Also der Trick ist eigentlich ganz gut, um hier zwischendurch zu warten. Dann können wir gucken, ob wir nach vorne hingehen müssen oder nach hinten. Ah, jetzt können wir sie wieder die beiden. Oh, die springen noch hinten rein. Ei. Ich wollte eigentlich stehen bleiben. Neue Runde. Neues Glück. So, ich mache jetzt noch drei Versuche. Das sind die letzten drei Versuche. Dann mache ich die auf Scream. Und dann sehen wir uns, wenn wir was fertig haben. Ich weiß gar nicht, ob ich mittendrin Pause drücken kann. Ich glaube nicht. Für mehrere Dinge machen müssen. Ja, wir können sogar mittendrin Pause machen. Nein! Nein! Ich hab nicht da oben gedrückt. Ah, schade. Aber gut, zwei, gut, zwei, gut, zwei, okay. Wir haben noch zwei Versuche. Dann werde ich es auch schon versuchen. Ich hab keinen Bock dran bekommen. Und ich glaube, es gibt sogar dieses Spiel als Emulation oder so. Man weiß nicht, was passieren könnte, wenn ich dazu Lust habe. Okay, den gibt's. Sind schon ganz geil. Gab auch schon damals super Spiele oder auch so schlechte Dinge wie E.T., wenn man es vielleicht noch kennt. Aber ich habe gerade die Lust bekommen. Pac-Man. Es gab damals auf dem Gameboy so eine Spielesammlung. Das fand ich auch ganz geil. Ich glaube, den konnte ich hoch, ne? So. Jetzt muss ich warten, weil der runterging. Haha, du miese Ratte, okay. An den habe ich jetzt nicht gedacht. Ah ja, wir kommen. Immer so. Okay, da unten ist sogar ein Puzzleteil für uns. Ja. Muss man das nicht überspringen kann. Oder dass man jetzt nicht sagen kann, ja, Neustart, DC, DC, DC. Das ist ein little bit, oder drei Leben, wenn ich es hätte. Ist egal, auch die Folge ist was zu ändern. Das ist dann auch schon okay. Ja, wo. Er hat es geschafft, glaube ich, ne? Oh, bitte nicht nur ein. Okay, wir müssen das mehrmals machen. Ach, du ahnst es nicht. Okay.
Ich muss es mal gerade eben abchecken. Ich fand die ein bisschen einfacher. Aber jetzt kommt die dritte Herausforderung. Das ist, könnte ein bisschen knapp werden. Oh mein Gott. Wir müssen jetzt wieder alles von neu machen. Ich kann hier nichts auswählen. Ich weiß nicht, was ich da auswählen konnte. Ich gucke jetzt einmal nach. Und es kann nicht sein, dass ich alle drei neu machen will, weil dieses Bild fehlt bei mir. Ja, wir müssen alle drei machen. Okay, ich mache einen kurzen Cut hier. Und wir sehen uns dann. Wenn ich es hoffentlich geschafft habe. Wenn nicht, dann machen wir einfach normal weiter und dann probiere ich es irgendwann nochmal auf eine normale Art und Weise. Bis dahin. Tschüss.